Da sind wir wieder und weiter geht's. Ich bin der Mage 8 und heiße euch herzlich. Oh. Ist ja gerade einer auf dem Rand gelaufen. So, Doppel-Headshot, einer ist tot. Ich heiße euch herzlich willkommen. Oder schon der Nächste, oder wie? Oh. Also, ihr seht schon, ich bin hier in... I'm in trouble. Herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dem Let's Play. Und ich bin hier gerade in einer Base und werde von mehreren Leuten umstellt. Okay. Der Spieler scheint eventuell über mir zu sein. Nein. Aber ihr seht, einen habe ich schon gekillt. Wo ist denn der Nächste? Da hinten irgendwo noch. Da war er. Oh, den Nächsten habe ich auch noch. Ganz schönes Massaker. Also ich habe jetzt hier drei Leute umgelegt. Ich mache mal die Tür schnell zu. Laurel, also hier ist wirklich ein Blutbad. Die haben sich alle jetzt in... Oh, und ich habe einen halben Herzinfarkt jetzt bekommen. Ich weiß es nicht, ich schätze mal... Und hier liegt jetzt wirklich mega... Warte, ich muss mich konzentrieren. Ich habe gerade was gehört. Also die Waffe, die G36, kann ich euch nur ins Herz legen. Wenn ihr so eine besitzt, spielt damit. Hier unten liegen noch Waffen, Handwaffen, jede Menge. Ich check jetzt mal den Radius, aber die Base sieht soweit safe aus. Die haben hier noch ein paar Waffen mitgebracht. Unter anderem Maple Strike, Nikorev... Super Kernhoff. Boah, alles voller Waffen. Hier noch eine Timberwolf. Aber. Das ist meine. Okay. Mit Makeshift bist du gleich hier bei mir. Soll ich sie abholen? Nee, abholen macht keinen Sinn. Noch beim Hospital, vielleicht ist da ein Auto. Nee, okay. Schade, leider nicht. Boah, aber das war jetzt wirklich ein spannender Fight. Ich werde mich jetzt mal hier oben drauf positionieren und versuchen, die Spieler davon abzuhalten, erneut an ihren Loot zu gelangen. Vielleicht haben die hier unten die Base und spawnen da immer. Muss ich gerade mal schauen. Boah. Ich hoffe, ich falle jetzt noch nicht einen Sniper zum Opfer. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass sie so schlecht waren. Oder irgendwie will ich schon sagen, dass sie schlecht waren. Hey, Moment. Ich meine, die haben mich gerade... Drei Leute haben mich abgeschossen, aber nicht einmal gehittet. Okay, die Special West ist gleich groß. Wie die, wo ich anhatte, Laurel. Ich glaube, ich lasse dann lieber die ganz schwarze an, oder? Dark West. Aber immer werde ich zuerst gekillt und dann, Alter. Ja, wenn da so draußen sie so... Ja, ich habe jetzt einer wollte von außen irgendwie drüber klettern. Den habe ich Doppel-Headshot gegeben. Der hat mich auch nicht hitten können. Dann habe ich aufgemacht die Tür. Hab den Next... Nee, ich bin oben auf die Base. Hab den Nächsten rausgeschossen. Nochmal ein paar Headshots, da hat wieder nichts getroffen. Dann habe ich die Tür aufgemacht und noch einen mit einer Colt. Ich verstehe nicht, wenn da solche Waffen liegen, wieso der dann mit einer Colt angreift. Oder zumindest hat sich stark danach angehört. Also ich wurde mit... Ja, ich gehe... Warte mal, Bambis kommen schon wieder. Hier liegt der Loot. Komm, ich mach die Bambis. Oder soll ich... Nochmal zwei gekillt. Da kommen ständig Bambis, lol, du musst dich wirklich beeilen, ich krieg sonst hier ein bisschen Probleme. Ich kann ja nicht alles abfangen. Mit Nikolas krieg ich das schon hin. Vor allem, wenn ich hier noch meine Zuschauer unterhalten muss. Da geht schon die Konzentration leider da etwas drunter, aber ich versuche natürlich für euch das Let's Play so spannend wie möglich zu machen. Hier unten nochmal eine Base, Noch ein Bambi. Was macht er denn? Oh, ich höre Suppressing Fire. Meiner. Der hat sich da ein Bett hingesetzt. Siehst du gerade Suppressing? Warte mal, hier ist noch einer. Er schießt du Suppress? Ja, ich. Okay, gut, weil ich höre gerade so Suppress. Sag mal, was macht denn der da so?
Der hat sich dann ein Bett hingesetzt, der Frechdachs. Die haben anscheinend hier in der Nähe ihre Bettenloche. Wir müssen uns wirklich beeilen. Wann bist denn du da? Ich bin da schon. Okay, hier oben auf dem Hügel liegt jede Menge Loot. Nimm dir am besten erstmal die Kleidung, damit du viel Slots hast. Dann, warte, ich werf. Ich hab schon Slots, ich hab. Ich werf dir dann eine große Weste hin, die ist größer als ein Alice Backpack. Dann kannst du dir hier das ein oder andere mitnehmen. Also nimm mal ausschließlich Waffen, auch Handwaffen. Dass die Kollegen, die hier vorbeistürmen, nicht schon wieder an den Loot kommen. Der hat sich hier ein Bett gesetzt und hat gemeint, der kann auch was holen, aber so einfach geht es dann auch nicht. Ach, so eine Bandage, nehme ich auch noch mit. Ich bin wieder da. Okay, jetzt, Lorel, pass auf, ich werf dir mal die Weste dahin, die Dark West, hier, bitteschön. Hier, hier, hier. Geh mal in die Base und verarzt mich noch ein bisschen. Also ein bisschen Schaden habe ich genommen. Aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh. Da muss ich aufpassen, also ist noch. Die treffen irgendwie auch nichts. Bis jetzt haben sie noch nicht so groß getroffen. Das freut mich natürlich, denn. Nee, Lorel, du holst die Waffen. Ja, warte, warte, warte. Ich muss erstmal hier. Schnell, schnell, schnell. Ich Dings umkleiden. Die kommen wieder. Ich geh mal drüber und halt mal die Stellung. Noch auf meine Timberwolf, den 8 Scope schnell. Oh, bin ich, nee, ich bin noch auf dem Server schon noch, ja, aber ich. Ja, du, ich sag dir schon, wenn du nicht mehr drauf bist. Ja, 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 ich muss noch schnell ein Schlückchen trinken, Freunde. Ah. Im Spiel natürlich, in echt könnte ich das auch mal schnell machen, aber jetzt. In so einer Situation. Aber ganz. Oh, lässt man das Trinken da lieber mal außen vor, das ja? Das musst du nehmen, das. Was? Das musst du dir jetzt gönnen. Was? Ich will jetzt mal die andere Waffe testen, diese. Häckler und Koch, UST, ich geb dir noch die Super Kernoff. Verschrott die das andere hier. Gas-Mask war da. Lorel, nimm mal da eine mit Trommelmagazin, mach das Magazin raus und verschrott die bitte. Ja, warte, ich schau. Weil ich will die dann ganz gern. Hier liegt nichts mehr, was man. Jadeberry nehmen wir mal mit. Essen nehmen wir mit. Kein Cola 100%, nehmen wir auch mit. Die 100% stehen immer für den Zustand des Gegenstandes. Lorel, ich drop dir jetzt mal hier die Super Kernoff, nimm die mal bitte. Die hat noch volles Magazin, ziemlich. Dann nimmt die Zuber Kernoff, macht das Magazin. Oh, eine Nagelkeule! Mega nice! Also ihr könnt, je nachdem, auf bestimmten Servern eure Nahkampfwaffen editieren, wie ihr hier sehen könnt. Die haben so diese Nagelkeule hier, die haut schon ordentlich rein. Hä? Hast du irgendwie... Oh, es wird dunkel, Lorel. Hier unten liegt auch noch Loot, gell? Hast du Military Ammunition? Nur, dass du es gleich weißt. Ja, hab ich. Für was? Das bräuchte ich für meine Timber. Hier, 6 Schuss gebe ich dir mal. Ich brauche die andere vielleicht auch noch. Aber nimm mal die Waffen jetzt raus. Die Waffen müssen wir rausnehmen. Hier liegt noch eine Maple Strike. Ich nehme mal auch welche raus. Noch eine Maple Strike. Noch eine Coal. Coal brauchen wir nicht. Essen, trinken nehmen wir mit. Aber ich bin mir was sicher... Das? Lorel, du hast die Super Kernoff immer noch nicht genommen, dann nehme ich sie jetzt. Doch, die habe ich genommen. Nee, nicht die, wo hier vorne liegt, wo ich die ganze Zeit... Hier liegt noch eine Dragon Fang, die kannst du die mal auf der Barrikade. Ich gehe mal kurz in die Base warte, rein. Warte, warte, Spieler? Hier draußen läuft einer. Wo? Mit Maple Strike. Boah, sehr schön. Ich mach mal lieber die Tür zu, Freunde. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass die uns nicht noch wieder umnatzen. 25 Schuss habe ich jetzt in der Waffe. USC. Ich frage mich, was da reingehört an Munition. USC-Magazin, wo haben wir's? Hier 25 von 30. Civilian, hast du zufällig noch Civilian Ammunition? Du wirst es nicht glauben. Aber ich habe tatsächlich. Nimm die Super. Nimm die Dragon Fang, die liegt auf dem Ding drauf. Auf diesem Geländer da. Und noch die Maple Strike unten, macht die Munition raus und dann wird das Ding verschrottet. Ah, warte, da ist noch Ranger Ammunition. Ranger Ammunition? So, und dann verschrottet ihr die Waffen einfach. Zack, komm, fort mit. Ihr seht, es ist jetzt ein Bug, die wird mir mehrmals angezeigt. Ich kann die aber wirklich nur einmal verschrotten. Ihr seht es ja selber. So, dann tun wir die hier hoch. Zack. Ja, und wenn ihr die eben... wie soll ich sagen? Ihr könnt die gerade reparieren. Ihr könnt ihr nur einmal verschrotten und meistens geht das oberste Bild, das euch angezeigt wird, nicht, sondern mehr oder weniger das untere. Das mache ich gerade mal kurz einen Check.
So, 10 Minuten machen wir auf jeden Fall noch drauf, Freunde. Da geht doch noch was. An Action, ich würde sagen, wir bleiben dann auch mal hier an der Base, oder Lore? Was sagst du dazu? Ja, ich würde sagen, wir würden, ich sag mal, verkämpfen hier, oder? Campen würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, wir räumen erstmal auf. Taktisches Warten. Taktisches Warten, ganz genau, Leute. Taktisches Warten. Also beschwert euch nicht, dass wir hier campen. Das nennt man taktisches Warten. Hast du alle Waffen rausgenommen? Auch Ja, unten die und schau Handwaffen? mal, vielleicht funktioniert es sogar für deine Waffe, die du da hast. Für die Das habe ich mal USC? da so rausgepickt. Ich werfe mal die leeren Ja. Magazine runter. Ich mach. Brauchst du noch was zum Verarzten? Ihr seht, Nee, ich kann aus aber. zwei Racks kann ich eine Bandage machen. Und aus zwei Bandagen wiederum ein Dressing. Ihr gewinnt bei jedem Mal. Also von Dressing auf Bandage gewinnt ihr 10% statt 5. Bringt ihr euch dann 15, so viel ich weiß. Und dann wiederum zwei Bandagen hoch auf ein Dressing. Bringt dann von 15 auf 45, oder müsste sein? Oh, Civilian. Sehr schön, die brauche ich. Was ist das denn? Kaliber? Ja, So, das sehen test die sie. einfach mal. Vielleicht funktioniert. Was ist das? Hey, ich sehe es gar nicht hier im Inventar, oder? Ach hier, was ist das denn? Kaliber 150 Beltbox. Probieren wir's. Ausprobieren kann man alles. Hast du alle Waffen rausgenommen? Dann kann ich noch mit Noch nicht Proviant. alle, noch nicht alle. Dann würde ich sagen, decken wir uns noch mit Proviant ein. Machen uns den Bauch voll. Also Nee, ich nee, dürfte nee, ich jetzt kann eigentlich mit dieser alle haben. Box, aber nee, ich kann leider Oder nee, nichts damit warte, da machen. liegt noch eine Dragonfang, oder? Ja, habe ich ja gesagt die ganze Zeit auf diesem Geländer da. Und dann teste ich für euch mal die US hier, die USC. Na, Menschenskinder werden die Base gebaut. Kinos. Funktioniert Da unten. dieses Verschrott die Kaliber? bitte, weil da unten liegt noch eine Dragonfang-Box. Liegt hier sonst schon was drin? Funktioniert das Kaliber? Headphones, damit kann man nichts anfangen, außer Musik hören. Nee, funktioniert Funktioniert, leider nicht. Trotzdem danke. dann werfe ich Cola. es raus, weil davon hätte ich noch drei andere. Ich soll sie dir geben. Hier. Was? Nee, nee, nee. Hier, nimm sie doch. Ich habe ja auch keine Verwendung dafür. Doch, ich nehme sie mal mit. Komm schnell. Ich würde sagen, wir wechseln die Position einfach aus taktischen Gründen. Solltet ihr nicht immer zu lange auf einer Stelle stehen. Das kann nämlich auch ganz schnell mal gefährlich werden. Wie ihr gesehen habt, die Leute sind jetzt mehrmals hier angelaufen und haben versucht, uns umzubringen. Ah, warte, ich hab noch was anderes. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein guter Start in die neue Folge. Dann würde ich sagen, damit wir jetzt noch ein bisschen noch den einen oder anderen auf die Liste kriegen, würde ich sagen, gehen wir mal zum Auto zurück, Laurel, oder? Jo, Und fahren mal aber nach Elberton. Elberton, würde ich sagen. warte mal erst. Ich will mal schauen, ob das bei dir funktioniert. Dieses Magazin hier. Nein, es geht nur Zivilien. Also Ja. Magazin, welches? Das liegt im Busch innen bei Military? mir. Military Magazine. Nee, bei welcher Waffe? Es war ein ganz normales Military. Was du mir da Interessant. gedroppt hast. Du hast mir das Falsche vielleicht gedroppt. 3, 4, 5, 6, 7. Wenn es mal dringend wird, ein Medikit. Wo liegt es denn? Ah, 30 Rounds. Nee, geht auch nicht rein. Oh, sieht aber gar nicht schlecht aus. Das sieht schon ganz Ganz cool, aber ich würde sagen, fresh. schnell runter von dem Hügel. Aber Oh, hier leuchtet ein Licht. Lagerfeuer. Hier ist eine Base, aufpassen. Hier steht ein. Oh, hier, das soll so. Ja, würde ich sagen, schauen wir doch mal vorbei, oder? Warum kann ich mich gerade nicht bewegen? Ah, jetzt, 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 jetzt. Also die Base lädt ja schon mal dazu ein, hereinzuschauen. Achso, nee, die wurde gecreeft anscheinend. Mit einer Leiter, aber da könnten wir vielleicht das ein oder andere ablegen und vielleicht hoffen, dass es sicher bleibt, aber ich würde es euch nicht empfehlen. Nehmt euren Loot am besten mit. Wenn, baut euch selber eine Base. Ihr könnt ja meine Tutorials dazu anschauen, wie man eine Base baut, beziehungsweise was für Möglichkeiten es denn da gibt, eine Base zu bauen. Dann würde ich sagen, Laurel, weiter geht's. Ab zum Auto, oder? Ja, Da das unten brennt würde ein ich auch sagen. Lagerfeuer. Am Strand war das eben schon an. Mit einer Barricade und zwei Kisten.
Und Auto, 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 Auto. Lass es fahren, lass es fahren, lass es fahren. Das ruft doch schon wieder nach Action, da brauchen wir uns nicht mal weit fortbewegen. Kommt da schon oh, so ein Auto? Oh, hörst du es rufen? Wie rufen? Ja, Action. Ja, hörst du es rufen? Er fährt auf jeden Fall Richtung Millibase. Dann würde ich sagen, haben wir schon mal noch was zu tun. Ich pack meine. Ne, ich spiele jetzt mal mit der USC, um dir einfach euch mal soundtechnisch und. Ja, soundtechnisch zu zeigen und wie sich die Waffe denn im Kampf verhält. Ob's wirklich nennenswert ist, damit mal eine Runde rauszumachen. Aber bis jetzt bin ich auf jeden Fall überzeugt, dass die G36 eine starke Arbeit leistet, zumindest hier im Spiel. Oh. Ja, was? Direkt schon hier? Bäume unten. Ja, ich sag's doch. Da brennt noch ein Lagerfeuer, da rennt doch einer rum. Da ist einer am Lagerfeuer. Spieler. Warte mal. Pass auf, gib du mir mal Deckung, ich geh den mal holen. Oder soll ich ihn snipen? Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Wegen dem Auto. Soll ich die, dann nehme ich mal lieber. Oh, er fällt einen Baum. Der hat auch nicht so geilen Loot. Das ist mir egal. Kleiner Ruckler. Da ist er. Einfach mal um die Waffe zu testen. Ich muss mal schauen, wo er steht's. Er läuft immer noch bei dem Baumstamm. Er ist im Busch, er läuft in Richtung. Ja, 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 gib mir weiter in Deckung mit der Sniper, falls irgendwas schief geht. Er läuft zur Barrikade. Er bleibt stehen hinter einem Baumstumpf. Den ersten, den du sehen wirst. Baumstumpf? Ja, der also schon gefällt. Schau in meine Richtung. Er ist jetzt genau beim Lagerfeuer. Er steht links neben dran. Oh, ein Headshot hat schon gereicht, wie ihr sehen könnt. Oh, yo. Green Hoodie brauchen wir alles nicht zu fertig. Also, der kann weiterbauen, den lassen wir weiterbauen, den Kollege. Aber ein Headshot hört sich gar nicht schlecht an, weil. Was ist es für ein Scope? Ein 8-mal, schätze ich mal. Ja, ein 8-mal Scope. Oh, ohne sieht die Waffe auch nicht übel aus, ja. Ohne sieht die Waffe auch nicht übel aus. Ich würde sogar fast. Nee, ich komme im 7-mal bei der guten Heckler & Koch G36 gerade relativ gut klar. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch das Auto, oder Lorel? Ja, oder wollen wir erstmal hier beim Millibase schauen, wo der Kerl hingefahren ist? Ja, wir schauen erstmal, wo der hingefahren ist. Ich schätze mal, dass er hier irgendwo das Auto abgestellt hat. Ich gehe mal unten lang und du sicherst über den Berg, weil du hast ja eine Sniper bei dir. Der Lorel hat eine Timberwolf, ja? Timber, oder? Timber. Nee, du hast eine Timberwolf, oder? Ja. Okay. Noch eine Sniperski, ja. Ich persönlich finde es nämlich eigentlich auch ganz knorke. Knorke. Zwar besser, aber ich bin jetzt kein großer Fan von der Sniperska. Ich habe es ja schon länger nicht mehr gespielt. Ihr seht ja, hier gibt's gemoddete Waffen. Für was sollt ihr dann noch mit einer Sniperska oder mit einer was weiß ich was spielen? Wenn ihr eine USC haben könnt oder eine G36. Auch keine standardmäßige Waffe für die sich nicht ganz so gut hier im Spiel auskennen. Okay, Lorel, ich bin auf dem Weg und sehe hier noch kein Auto, aber ich bin mir sicher, dass er in die Straße eingebogen ist. Schau mal, ob der vorne irgendwo geparkt hat, vor der Millibase. Ich sehe nämlich jetzt hier gerade keinen. Vielleicht war. Military Base. Oder ob sie einmal rumgefahren sind und zu dem Hügel, vielleicht waren es ja wieder die Noobs, die uns eben angegriffen haben, ob der an der Base dahin will. Ah, da bin ich gerade auf dem falschen Hügel, muss ich sagen. Ich habe da jetzt auch keinen ganz so guten Einblick bei Nacht. Werde ich wahrscheinlich auch mal noch eine Folge machen mit Night Vision. Also einfach, um euch das mal zu zeigen. Ich würde es. Hier auf dem Server habe ich jetzt gerade leider noch keins gefunden, denn die Spawn Points der Items sind etwas, ja, ich gewöhnungsbedürftig. Rare. Ich finde, an der Military Base sollte einfach mehr Military Loot spawnen. Ich habe da jetzt noch gar nicht so viel. Okay, ich gehe mal hoch auf den Hügel zur Base. Vielleicht treibt sich da noch der ein oder andere rum. Aber jetzt haben wir ja schon wirklich, wirklich viel, viel Action gehabt, die Folge. Also. Oh, schießt jemand? Warst du das? Nee. Wo? Warte, ich habe da doch gerade was gesehen, oder? Ich bin jetzt oben bei der Base. Ja, in der Base läuft. Ja, ich sehe ihn, er macht's oh, Licht an. Ist der schlau. Also das sind wieder die ganz schönen Profis hier. Unter uns. So als ob der ganz alleine wäre hier. Könnte ich würde sagen. Schuss wagen? Ich würde sagen.
Bekommen wir den? Bekommen wir ihn nicht? Genug Action hatten wir die Folge schon. Das klären wir in der nächsten Folge. Let's play Unturned. Ich bin der Mage 8, zusammen mit dem Lorel hier unterwegs und wir sagen Dankeschön fürs Zusehen.